ein Foto. Dieses Video begeistert Millionen. Betty sitzt. Elmo. 12 fremde Hunde ohne Leine und sie hören und nur auf sitzt. Diese eine Stimme. Lotte, komm mal hin. Nach wenigen Minuten sitzen alle entspannt nebeneinander. Wer ist der Mann mit der schier magischen Stimme, der mit 12 Tieren das hinbekommt, was viele nicht mal mit einem Hund schaffen? Hi, ich bin der Dog Walker Essen, man nennt mich auch Jörg Müller. Okay. Wir treffen den 61-Jährigen dort, wo er täglich und am liebsten ist, im Wald in Essen. Und wir merken sofort, dieser Mann hat eine spezielle Begabung. Pass mal auf. Ich lade die Hunde jetzt nur ein, zu mir zu kommen, indem ich mich nur hinhocke. Und dann pass mal auf. Hey. Hi. Was ist? Die Hunde sind immer auf ihn fokussiert. Jörg setzt auf kurze Kommandos klare Zeichen. Macht jedem Hund klar, entspann dich. Hier gibt es nur einen Chef und dem könnt ihr vertrauen. In erster Linie mache ich mich wichtig. Ich zeige den Hunden im Grunde genommen, dass ich alles habe, was sie zum Überleben brauchen, wie halt hier in den Wäldern. Es gibt immer einen Leithengst, dem man folgt. Du verwaltest das, was der Hund zum Überleben braucht. Pickel, kacken, fressen, schlafen. Pepe, ab da hoch. Ab, zack. Aber ich bin nicht hier der Hampelmann, der Vorspieler, der Ballwerfer oder wie auch immer. Ich habe darauf aufzupassen, dass keinem was passiert, indem ich Sozialverhalten trainiere. Wenn ich stehen bleibe, bleibt das ganze Rudel stehen, weil ich immer noch den Daumen für die Dose habe zum Fressen. Okay. So glücklich wie heute ist Tierfreund Jörg viele Jahre nicht. Geboren in Essen als eines von 13 Kindern, arbeitet er zunächst als Metzger. Er wechselt dann in die Krankenpflege für insgesamt 30 Jahre. Die vielen Schichtdienste und Doppelschichten machen ihn krank. Das ist ja gar nicht als Krankheit erkannt. Ich habe das ja ich habe Stress auf der Arbeit, ich muss arbeiten und habe das dann meiner Ärztin erzählt. Nach einer Dreiviertelstunde hat sie nur zu mir gesagt, und ich ziehe dich jetzt aus dem Verkehr raus. Du bist depressiv. Wo ich gedacht habe, nein, ich brauche nur Schlaf, mehr brauche ich nicht. Sie sagte nachher, du kannst nur noch 4 Stunden, wenn es hochkommt, oder 6 Stunden in der Woche arbeiten. Die Depression ist der Wendepunkt in seinem Leben. Das war wirklich dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will dieses Leben nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich mir diese professionelle Hilfe einfach mal geholt und habe gesagt, da gehe ich dahin. Und er fängt neu an. Mit 52 geht er endlich seiner Passion nach. Er macht den Hundetrainerschein mit Bestnote und arbeitet heute bis zu 16 Stunden am Tag. Jeden Morgen ab 7 sammelt er die Tiere seiner Kunden ein. Die Reaktionen sind faszinierend. Okay, komm her. Pippa. Hey, Spaß. Alles gut? Alles gut? Kommst du mit? Guten Morgen. Endlich werde ich abgeholt. Da, die ist schon drin. Pure Begeisterung bei den Hunden und bei den Besitzern. Ja, der Hund, der freut sich so, weil er endlich durch Jörg wieder abgeholt wird. Ab 65 Euro gibt es die Tagesbetreuung. Kurios, zu Beginn als Trainer nimmt er gar kein Geld. Er möchte nur die Hunde betreuen, als Teil seiner Reha. Das war mein allererster Kunde und dann sagte er, was kriegen Sie denn? Und das war mir so unangenehm, es war mir so peinlich. Und nach 2 Stunden war es dann für mich 5 Euro. Und das war für mich eigentlich doch immer zu viel. Inzwischen wird er von Nachfragen, auch von vielen Promis, überrannt und im Internet gefeiert. Sein Waldvideo erhält 7 Millionen Aufrufe und über 700.000 Likes. Einfach aus Jux. Ich habe gesagt, ich will ein Foto machen. Weil das Schönste ist für meine Kunden, die kriegen ein Foto von ihrem Hund, wie die in so einer Gruppe sitzen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das einfach so aus Jux bei TikTok. Das war gar nicht mit irgendeinem Hintergedanken. Doch viel mehr als das Feedback im Netz gibt ihm die tägliche Zeit mit den Hunden. Nein, das ist mein heiliger Gral und das ist meine Dings. Ich laufe, wie gesagt, manchmal hier durch den Wald und weine. Es ist passiert, wirklich ist schon passiert, wo ich gesagt habe, so viel Glück kannst du gar nicht haben. So viel Glück kannst du gar nicht haben, dass da, guckst du dir an, es ist... Bescheiden, bodenständig, höflich und respektvoll. So erleben wir Jörg Müller, den Dog Walker Essen, in jeder Sekunde. Den Mann, der für viele mit seiner Geschichte inzwischen ein Vorbild ist und zeigt, dass es nie zu spät ist, sein Glück zu finden. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.